Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Tag 373 ist angebrochen. Tag 372 war sehr, sehr bescheiden, ihr habt es ja mitbekommen. Es hätte nicht dümmer laufen können. So, jetzt haben wir allerdings, was haben wir denn jetzt noch? Wir haben Stufe 4 Edelholzbogen. Ganze 14 Eisenpfeile. Und ich glaube, die Bronzeaxt hat das Schild auf jeden Fall und die Bronzeaxt zum Kämpfen, oder? Sehr viel mehr haben wir, glaube ich, nicht mehr. Müssen wir dann gleich alles nochmal reparieren und wir brauchen vor allem auch noch Pfeile. Stufe 2 Schild, schon mal besser. Ach, Menno, ey, wie doof in der gestrigen Folge das gelaufen ist. Kannst du auch einfach keinem erzählen. Jetzt machen wir erstmal diesen. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Feuersteinpfeile. So, wir machen mal 60 Stück, das muss ja dann... Ach nee, das waren Eisenpfeile hier drüben, genau. Hey, was mache ich denn? Wir haben Eisenpfeil, wir haben Feuersteinpfeil und wir haben... Warum kann ich die denn nicht? Jetzt geht's doch. Mecker doch nicht rum. So. Also schnell das Zeug noch loswerden, rüber teleportieren und Attacke. Na gut, wir brauchen noch Zutaten für ein Floß. Ich sag's euch, wenn wir jetzt mit dem Floß rüber machen, kommt eine Seeschlange, tötet uns wieder und wir stehen... Wieder ganz am Anfang. So wird's passieren. Dafür bräuchten wir einen Bauhammer. Und wir bräuchten für ein kleines Floß 6 Leder, 6 Harz, 20 Holz. Also, was mache ich denn? Tut mir leid, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich möchte mein Zeug wieder haben. Jetzt habe ich es wieder vergessen. 6 Harz und irgendwas an Leder war es noch. 6 Harz und 6 Leder. Ey, was wir... Ah, ich wollte schon sagen... Wir können doch nicht nur noch 3 Leder haben. Und bitte noch 6 Harz. So, können wir es jetzt bauen rein? Theoretisch, wir können. Ausgeruht Skill ist am Start. Knochenwanst ist vorbei. Hätte ich halt eher aktivieren müssen, aber es dauert halt auch immer so verdammt lange. Ach ja, wie doof, ey. Was soll's? Wir haben... Nee, wir müssen nochmal zurück. Es ist immer irgendeine Sache, die man vergisst. Wie im richtigen Leben. Da ist es meistens das Portemonnaie... Oder der Schlüssel. Oder irgendwas sonst Wichtiges. Wir brauchen noch den Met des Giftwiderstandes. Sonst brauchen wir das gar nicht versuchen. Und dann können wir jetzt auch gleich mal noch den geringen Ausdauer-Met mit reinknallen. Tränke. So, einmal das. Wir nehmen mal 2 mit für den Fall, dass wir nochmal sterben. So. Jetzt aber. Wie sieht's bei euch aus? Alle gesund? Perfekt. Stimmt, die 3 Rübensamen. Rübensamen. Sehr schön. Die haben wir natürlich auch verloren. Der Tworger Reißzahn. Unsere ganze Wolfsrüstung. Der Wolfsumhang. Irgendwie wird's immer schlimmer. Wir sind zwar jetzt besser ausgerüstet. Aber es wird... Es tut irgendwie immer mehr weh, wenn man stirbt. Und immer mehr cooleres Zeug einstecken hat. Wir müssen da jetzt echt ordentlich aufräumen, ne? Anders geht's nicht. Wir müssen da ordentlich aufräumen. Und wir haben natürlich... Ah, ich hätte auch die Axt mal noch reparieren können. Wir haben halt bloß eine doofe Axt und so ein Bronzeschild. Es ist halt... Wie viel machten die an Schaden? 35, keine Ahnung. Wie viel unser Streitkolben gemacht hat. Einzige, was wir haben, ist eigentlich ein ganz guter Bogen. Oh Gott, ich dachte schon wieder Seeschlange. Ja, die zu treffen ist halt auch so ein Ding der Unmöglichkeit, ne? Geh weg von meinem Floß. Wenn du bist genau vor mir, ich treffe nicht. Ah, zumindest wird jetzt erstmal wieder Tag. Es ist etwas heller, vielleicht sind dann auch weniger Sumpfleute unterwegs. Irgendwie ganz schön große Wellen. Ach, der nächste. Gibt's doch nicht. Nein, jetzt habe ich selber mein Boot abgeschossen. Glaube ich zumindest. 2 Schlundis sogar? Ne, einer, ne?
Weg mit dir. Wie langsam dieses kleine Floß auf einmal ist. Der nächste Schlundi. Aber man muss halt auch sagen, dass der Wind wieder gegen uns ist. Ich glaube, der Wind richtet sich danach, was man für ein Boot hat. Weil die Schlundis eigentlich zu langsam sind, oder? Schafft er das? Er kommt immer ein kleines Stückchen näher, aber irgendwie wird er dann wieder langsamer. Die Skelette können auch unter Wasser am Boden laufen. Und die haben auch keine Luft mehr im Körper. Könnte sein, dass das wirklich funktioniert. Ach Mann, und wieder komplett Gegenwind. Weiß halt auch nicht, wie viel das Floß aushält. So ein bisschen das Problem an der Geschichte. Hat keinen Bock, dass das auf einmal jetzt... Jetzt wird es nämlich schon langsam eklig. Mann, man trifft die halt aber auch nicht. Oh oh. Wenn wir jetzt hier kaputt gehen, dann trinken wir am Ende auch noch. Wäre ebenfalls nicht ganz so geil. Warum bleiben denn die Dinger nicht mehr stehen? Warum bleibt denn das Floß auch nicht stehen, wenn ich da nicht mehr dran bin? Ach komm, das ist doch... Ey, das ist doch nicht mehr feierlich hier. Also ein bisschen übertrieben mit der Menge an Schlundis, die man hier irgendwo rumschlunden lässt. So, jetzt aber. Sollten vielleicht einfach nicht so nah am Sumpf umfloßen. So, ich glaube, wir müssen rudern. Ach komm. Ich sag's euch, wir sind gleich tot. Ah, den hatten wir doch anscheinend schon mal erwischt. Das Problem ist, wir haben jetzt auch kein Holz. Eigentlich müssten wir nochmal anhalten. Das Boot nochmal reparieren, weil wenn wir jetzt hier vorkommen, werden die Torger auch am Start sein. Und die werden auch wieder uns Skelette und die werden auch wieder alle schön mit Pfeilen auf uns schießen. Noch ein Schlundi? Nee. Ja, ich hoffe, da drüben ist noch ein Torger. Nee, da dürfen wir nicht so nah dran vorbei. Wie sieht's denn aus? Eigentlich sind wir gerade so ganz gut auf Kurs. Ich hoffe mal, das reicht vom Abstand. Ach, das Skelett rennt noch hinter uns her. Da unten ist es. Das sieht man so gar nicht, ne? Muss man wirklich genau... Ach. Ey, das gibt's einfach nicht. Wirklich nicht. Jetzt lass das Ding los. Wir müssen da schneller sein. Ich muss die erwischen, bevor die drauf rumbeißen. Ich weiß nicht, ob ich das Skelett erwische irgendwie. Ich glaube fast nicht. Das ist zu schräg. Es ist zu stark unter uns. Aber es kann auch nicht angreifen. Es wird uns wahrscheinlich erst dann auf den Sack gehen, wenn wir vorne auf der Insel sind. Ich sehe schon, wir sterben gleich nochmal, weil das Floß hier jetzt gleich irgendwo kaputt geht. Wir es nicht mit der Ausdauer schaffen, wieder zurückzuschwimmen. Wir werden einfach ertrinken. Nächste... Das gibt's einfach nicht. Lass das Ding los. Auch schon wieder nur noch halb so viel Leben. So, wo ist denn die Insel? Ja, wir müssen das jetzt schaffen, ne? Wir haben leider auch schon wieder nur noch 100 Leben, weil das so schnell... Eigentlich haben wir ja mit der Kombination, ich weiß gar nicht, 120, 125? Auf jeden Fall irgendwas in der Richtung. Schaut mal, die, wir haben jetzt vor, weiß ich nicht, 5, 6 Minuten haben wir das reingehauen. Haben jetzt schon wieder 20 weniger Leben. Ach, verdammt. Ich habe es jetzt gerade auf meinem zweiten Bildschirm in der Aufnahme gesehen, weil ich dort auf die Uhrzeit geguckt habe, wie lange die Aufnahme schon läuft, um zu sagen, vor wie vielen Minuten wir uns das reingehauen haben, habe ich gesehen, dass ein Schlundi hinter uns ist. Ich habe gar nicht aufs Spiel geguckt. Dachte mir jetzt so, hä? Was ist denn da los? So, wir müssen auf jeden Fall weiter rüber, weil der Trogger dort fängt sonst an, aggro zu werden auf uns. 96 Leben, ach, das ist echt Mist. Vor allem, dass man dann auch nicht eher schon wieder was reinhauen kann. Ich würde ja verstehen, dass es weniger wird, sobald die Lebensmittel anfangen mit Blinken. Man halt sagen kann, okay, ey, ich habe jetzt die Möglichkeit, wieder was nachzuwerfen, damit es mir besser geht. Aber es fängt halt einfach so an, schwächer zu werden. Und ich kann nichts dagegen tun. Ich meine, das sind gerade 30 Leben, die uns fehlen. Das ist, ach, das ist echt nicht wenig. So, zack. Bam. Und nochmal.
Bam, geil. Ohne, dass er unser Boot erwischt hat. So läuft das doch. Jetzt mit 93 Leben und dieser schlechten Ausrüstung. Oh Gott. Was wir probieren könnten, wäre mit dem Floß im Wasser stehen zu bleiben und erstmal ordentlich Pfeile zu verschießen. Wir haben jetzt schon bloß noch 46. Ich hätte doch mehr herstellen sollen. Ich glaube, das ist erstmal der beste Plan. Allergrößten Notfalls müssen wir uns schnell aufs große Boot schwingen. In allerschlimmstenfalls kommt jetzt irgendwo eine Seeschlange. Ey, machen die... Die greifen mein Boot an, ne? Ach, ihr Schweine. Jetzt ist es kaputt. Wir können unser Zeug ja dort wiederholen. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich weiß nicht, was ich denen getan habe. So, jetzt erstmal kurz gucken. Keine Seeschlange in Sicht. Treffen wir dort was? Bam, den haben wir schon mal. Perfekt. Da drüben ist noch ein Schleim. Gott, das ist aber auch schwer auf so einem wankelnden Boot. Wir sind zu weit weg. Wir müssen näher ran. Wir könnten uns natürlich auch erst schnell unser Zeug holen und dann kämpfen. Würde auch gehen notfalls. So, jetzt bleib hier nochmal stehen. Jetzt sind wir doch schon näher. Ich glaube, die Schleimlinge haben uns auch schon entdeckt. Ja. Verdammt. Bam, den hab ich. Sind die jetzt erstmal außer Gefahr? Oh, oh. Mann, warum nimmt denn der schon wieder das Ding aus der Hand? Wir müssen jetzt wirklich versuchen. Nein, verdammt. Jetzt erstmal so viel wie es geht aus der Ferne zu erlegen. 37 Pfeile noch. Nein, der verschwindet hinter dem Berg. Die Schleimlinge sind hier unten unterwegs. Den erwischen wir leider nicht. Ich hätte ganz gern zumindest die Schleimlinge noch erwischt. Jetzt sehe ich eigentlich gerade aktuell auch erstmal nur den einen Trogger davon. Wollen wir es mal riskieren? Wir hauen jetzt noch eine Bärenmarmelade nach. Ne, zwei Trogger, verdammt. Und ein Skelett. Wir müssen einfach perfekt blocken. Beide, genau. Oh Gott, wir machen ja gar keinen Schaden. Das habe ich nicht erwartet. Aber das ist echt wenig, was wir hier an Schaden raushauen. So, perfekt blocken. Und einer schon mal weg. Der zweite weg, perfekt. Skelett auch weg, perfekt. Oh Gott, ich bin aufgeregt, Leute. So, jetzt Schleimlinge weg. Ja, der wird jetzt vergiften, das war klar. Können wir nichts gegen tun. Das Gift überleben wir noch einigermaßen. So, und du auch. Vergifte der jetzt nochmal komplett neu, nochmal 10 Sekunden. Aber wir können uns was Neues zu futtern reinhauen. Okay, wir sind erstmal safe. Irgendwas wartet hier im Wasser noch. Es ist noch ein Schlundi. 3 Schlundis, natürlich. Ja, der Sumpf ist wirklich 4 Schlundis. Der Sumpf ist einfach das ekligste Gebiet im Spiel. So. Und jetzt. Wir können natürlich nicht alles nehmen. Warum auch? Jetzt müssen wir mal in Ruhe nachdenken. Drücken jetzt erstmal alles nehmen. Doch, ging. Ging, hat gedacht. Wirklich auf das Stück gepasst oder wirft er dann irgendwas weg? Jetzt habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen. So, wir ziehen uns jetzt erstmal den ganzen Spaß an. Ausrüsten. 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 Kann ich 2 Umhänge tragen? Jetzt haben wir 47. Nee, nimmt dann den anderen. Okay. Muss man ja auch mal ausprobieren. Sah halt gerade so aus. So, zack. Zack. Was ist hier? Haut bloß ab. Haben wir Holz? Nee, aber wir haben eine Axt. Das ist prinzipiell schon mal ganz gut. Dann lasst uns mal die Tanne hier einkloppen. Dass wir uns eine Werkbank und eine Truhe bauen können. Wo ist der Bauhammer? Der ist hier. Dann gibt es erstmal eine Werkbank.
Was kostet jetzt nochmal eine Truhe? 10 Holz. Da kommen schon wieder Schlundis. Und da kommt ein Trogger. Wo kommen denn? Jetzt kommen zwei schon wieder. Also entweder ist hier unter Wasser ein Spawner. Ja, ganz ehrlich, wir können die ja nicht von extremst weit weg irgendwo angelockt haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, zumindest verbessern wir den Bogen. Ist schon mal eine Sache, die ganz, ganz gut daran ist. Muss man halt auch erstmal treffen. Wie viele auch, ne? Und die haben es halt, das Gift hat es halt echt in sich. Also trotz Giftwiderstand, wir haben ja gesehen, ich glaube 3,5 Schaden macht's. 10 Sekunden Hälfte hält das Gift. Das sind einfach mal 35 Schaden, was dir so ein Vieh reinballert. Na gut, das war jetzt die Vergiftung vom Schleimling. Ich weiß nicht, ob die vom Schlundi, ich glaube, die war sogar stärker oder ob die gleich ist, keine Ahnung. Will jetzt auch keinen Quatsch erzählen. So, Blutsäcke ohne Ende. Können wir natürlich nicht aufnehmen, weil halt Inventar voll. Das heißt, wir machen jetzt mal noch schnell die Tanne weg. Na, ein Glück haben wir das Portal stehen lassen. Überlegt mal, ich habe noch nachgedacht darüber, ob wir es nicht vielleicht mitnehmen. Und das wäre es jetzt gewesen. Wir sind ja wirklich gestorben. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Ein Holz noch. Komm, gib mir so einen Busch. Perfekt. Zack, schnell eine Truhe hier hin. Und jetzt erstmal den ganzen unnötigen Quatsch loswerden. Hier, die Rüstung brauchen wir jetzt erstmal nicht. Können wir das erstmal wieder hier drüben ordentlich anordnen. Oh, den Helm habe ich gar nicht aufgesetzt. Das kann auch weg. So, wir brauchen keine zwei Hammer. Ja, wir brauchen nicht zwei Bögen, aber das passt nicht mehr rein. So ist erstmal... Ach, das gibt's doch nicht. Die warten doch auf einen. Bam, ich hätte gern einen Pfeil, der Flächenschaden macht. Das wäre das Idealste gegen die Schlundis. Das gibt's doch nicht. Lasst mich doch mal in Ruhe. So, wo ist denn der andere Schlundi jetzt hin? Die Sache ist, wir müssen halt kurz ins Wasser hier rüber. Würde ich jetzt sehr, sehr ungern auf Schlundis treffen. Ah, jetzt, ach, da kommen so einzelne Truhen dann raus. Alles klar. Nein, wir kriegen es noch nicht komplett. Haben wir die Eisennägel? Wo sind die Eisennägel? Was sagt bitte nicht, dass die weg sind? Oh Gott, ich habe die gerade nicht gesehen und das war die letzte Truhe. Wir brauchen noch eine Truhe. Verdammt. Das Edelholz ist da, die uralte Rinde ist da, aber die Eisennägel sind nicht da. Ach, sag nicht, dass die weg sind. Wir brauchen noch eine Truhe. Wir müssen jetzt erstmal kurz das Edelholz wegwerfen. Und dann doch nochmal den Baum hier fällen. Nein, nicht so weit ins Wasser. Ach, verdammt. Wir haben 6 Holz. Den kriege ich dort nicht mehr gehackt. Wir müssen hier rüber. Ich glaube, die Nägel sind weg, ne? Wir haben doch schon mal ein Boot verloren. Und dann waren die Bronzenägel doch auch da. Da ging's doch. Was haben wir denn hier alles noch drin? Oh, guck mal, wir haben hier Holz. Perfekt. Ich nehme erstmal nur das Holz mit. Ich will das jetzt erstmal mit den Nägeln wissen. So, zack, noch eine Truhe. Und hier wieder zack, den ganzen Spaß erstmal weg. Alles, was so geht. Ist jetzt hier irgendwo ein Schlundi? Sieht erstmal gut aus. Ach. Ach, das gibt's einfach nicht. Ach. Komm schon. Ah, komm schon. 1,4 Schaden bloß, okay. Noch einer, natürlich. Ich nehme doch den Bogen. Nimm ihn doch. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das gerade rumbackt oder ich gerade einfach zu aufgeregt bin, dass ich
keine richtigen Tasten drücken kann. Au. Bam. Ich frage mich wirklich, wo die alle herkommen. Schon wieder. Ich habe die 3 gedrückt für den Bogen und er nimmt irgendwie danach die Axt in die Hand. Ist jetzt mal gut. Dürfte ich jetzt kurz ins Wasser, bitte? Wir hauen noch eine Wurst rein. Aber ich habe hier keine Nägel mehr drin gesehen. Nee. Was anderes sehe ich nicht. Ey, die haben uns jetzt wirklich die 100 Eisennägel geklaut, ne? Damit ist der ganze Plan zunichte gegangen. Dass wir jetzt irgendwie die Seeschlange holen können. Warum sind denn die Nägel weg? Och, verdammt, vor allem, das waren 10 Eisen, das wertvollste von allem. Das ist echt schade. Menno. Ja, gut. So langsam habe ich doch keinen Bock mehr, Seeschlangen zu jagen. Und wir sind schon wieder in der Überlänge drin. Da müssen wir an der Stelle erstmal Schluss machen. Echt verdammt ärgerlich. Aber übersehen haben kann ich es ja eigentlich auch nicht. Entweder ist das dann so, dass das Spiel sagt, Pech gehabt. Oder vielleicht sind die auch zu Boden gesunken oder so. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen. Wir gucken mal nächste Folge, ob wir vielleicht doch noch irgendwie was machen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.